Leute von heute, was geht, Alter? Irgendwie weiß ich auch nicht, was mit diesem Ultimate-Team-Video-Ding auf sich hat, aber in letzter Zeit habe ich einfach deutlich mehr Bock auf diese Quarterback-Karriere. Eigentlich auch hohl, dass ich mich gerade dafür entschuldige, dass ich hier ein Quarterback-Video mache, oder? Also, ich meine, ist doch trotzdem cool. Es macht doch trotzdem Bock. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like da. Die letzte Episode und auch die Episode davor haben richtig gut abgeschnitten, Alter. Deswegen lasst uns diese Serie weiterhin gerne so pushen. Es macht richtig Bock. Abonniert übrigens gerne, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt, Leute. Und jetzt würde ich sagen, jump mal rein in die Quarterback-Liga. Also, letztes Mal in Overtime verloren gegen die New York Giants. Die stehen 5-3. Wir sind jetzt auf einem 3-5-Record. Also, oh, und müssen wieder gegen die Cardinals heute. Eieieiei. Also ey, ich habe es in der letzten Episode schon gesagt, wir brauchen dringend einen Sieg und jetzt noch viel, viel dringender. So, erstmal gucken, was hier für Nachrichten jetzt kommen. Ah, eine Szene sogar. Oh hey, I'm glad I ran into you. I know you got a lot going on today, but I want to talk to you really quick. Yeah, what's up, Andy? Look, by just about any individual measure, this season has been an amazing success for you. We brought you in, we asked you to prove it, and you have proven that you can be a star. The fans love you, the entire organization loves what you're doing on the field. It's been great. Nah, I'm happy to hear it. I'm glad everyone's seen the work I'm putting in. Seriously, you keep this up, and there's no reason why you can't be a franchise cornerstone for years to come. I hope when you're signing another deal in the offseason, you'll be making this your home long term. I can't even begin to explain how much that means to me. I mean, from day one when I came in here, I was welcomed and given an opportunity to shine like never before. And look, you made the most of it. You keep it up, all right? That's what I do. Okay, Andy. Okay, also anscheinend liebt mich die ganze Organisation, alle Fans und bla bla bla. Und es ist ja so geil, was wir auf dem Feld liefern. Im Endeffekt stehen wir aber trotzdem 3-5, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, wie individuell diese Spielszenen sind. Ob das jetzt gekommen wäre, auch wenn man 1-7 gestanden hätte oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist halt immer so dieses Ding mit diesem Karrieremodus, so, ne? Das muss man halt schon irgendwie kritisch sehen, weil, ja, Digga, so wirklich innovativ und geil ist dieser Karrieremodus jetzt nicht. Mir macht es halt aktuell nur mega Spaß, weil das einfach mal wieder ein bisschen was anderes ist und weil halt auch gerade dieser Playoffs-Hype ist und so und ich einfach diese Saison hier zocken will. Aber das Drumherum, die Geschichte und alles ist schon irgendwie wack, also wie das gemacht ist so. So, Weekly Goal, ein Passing Touchdown, eine oder weniger Interceptions, 350 Passing Yards. Wir probieren es mal, wir probieren es mal. Digga, im letzten Spiel hatten wir 500 irgendwas, oder? Oder 400 irgendwas? Auf jeden Fall mies viel und haben trotzdem verloren, Alter. Ich will mal kurz in die Stats reingucken mit den aktuellen Werten. Passing Yards sind wir der zweite in der NFL, Passing Touchdowns nur der 17. Also wir müssen unbedingt mal unsere Touchdowns hochschrauben. Rushing Yards sind wir der Letzte. Ja, okay, wir sind ja auch ein Quarterback. Receiving Yards hat DK Metcalf die meisten. Oh, boah, okay. Alles klar. Na dann, Leute, würde ich sagen, jumpen wir rein ins Spiel gegen die Erzrivalen Cardinals, die uns letztes Mal in Overtime besiegt haben. Diesmal wollen wir den Sieg hier auf jeden Fall holen, über 350 Yards rausballern und ein geiles Spiel haben. Drei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions im letzten Spiel, 465 Yards. Okay, Boys, let's go. Erster Drive. Erster Drive, wir sind direkt auf dem Feld. Eine Sekunde ist vergangen. Mal sehen. Okay. Ja, nehmen wir erstmal kurzer, schneller Pass. Ist ein guter Anfang. Ist ein guter Anfang. Erstmal ein bisschen hier, ne, den ersten Pass rausballern, direkt anbringen. Ist ein guter Start ins Game. Ja. Running back ist wide open. Da ist niemand. Erstes First Down dieses Games. Nehmen wir. Oh, jetzt kommt direkt ein Play Action. Wenn das vielleicht direkt eine tiefe Bombe auf Lockett wird, dann würde ich es ja sehr feiern. Wir haben viel Zeit und der hat Separation. Yes, sir. Oh, ich dachte kurz Touchdown, Alter, weil er da noch weggestammelt ist. Aber Digga, wir sind an der 19. Sehr, sehr schöner Drive bis jetzt. Ja, yep. Quick out zu Noah Fant, 7 Yards. Okay, empty Formation, also kein Running Back hinten drinne. Mal sehen, vielleicht Eskridge hier auf einem Go. Oh, Eskridge. Ah, da kam der Safety gut und schnell runter. Hätte ein Pick werden können, das wäre natürlich bitter gewesen hier in der Red Zone. Ich sehe nichts, wir rennen. Slide, slide, slide. Sehr schön, Alter, bis an die 2. Good job. So, ich hoffe mal auf Noah Fant oder Metcalf. Fant. Nein, der ist picked! Das gibt's nicht, Alter.
Interception in der Red Zone an der 2-Yard-Linie. Bro. Oh mein Gott. Den hätten wir ein bisschen früher werfen müssen. Dann wäre er perfekt ins Window gegangen. So war es leider ein bisschen zu spät. God damn, Alter. Diesen Touchdown hätte ich echt gerne gehabt. Okay, Boys. Cardinals haben nichts gescored. Jetzt sind wir dran. Lasst uns hier einen geilen Drive hinlegen. Ich muss hier erstmal den kurzen Pass spielen und der kommt nicht an. Easy. Easy money, let's go. First down haben wir, sehr schön. Metcalf, one-on-one. Hat er. Geile Sache, Digga, let's go. Play Action ist am Start. Wir haben ja aus der letzten Episode gelernt, Play Action funktioniert oft sehr gut. Und da auch wieder, Lockett hat den und rennt noch ab. Field, good shit, Alter. Ich dachte, er geht direkt ins Aus. Wir sind wieder an der 2. So, das wird jetzt aber ein Touchdown, Alter. Touchdown, oh, Digga. Metcalf, let's go. Erster Touchdown in diesem Game. Wichtig und richtig, Digga. Geil, Alter. Seahawks haben standgehalten, also unsere Defense. Cardinals haben wieder nichts gescored. Wir dürfen an der 20 starten. Mal sehen. Ja. Boah, war das schön. Das war so ein starkes Play. Kurz abgesteppt, weil ich dachte, scheiße, muss ich wegrennen. Dann doch nochmal einen Schritt zurück und den Pass rausgeworfen auf Noah Fant für ein dickes Gain. So, Carson soll jetzt mal den Ball laufen. Kann eigentlich auch nicht sein, dass wir die ganze Zeit nur passen. Und das ist okay. Das ist okay. 3 Yards, das ist okay. So, Play Action aus der I-Formation. Da bin ich mal gespannt. Den Spielzug habe ich noch nie gemacht. Ja, wir werden gesackt. Fast. Es war gut, dass wir da den noch schnell weggeworfen haben. Oh, 3. und 7. Mal sehen. Fant. Easy peasy. Sehr schön, Alter. Shallow Sail. Entweder müsste Fant offen werden oder Metcalf. Hoffentlich. Das ist hier zumindest der Wunsch. Mal sehen. Ja, snap doch. Ja, Fant ist da. Metcalf wäre auch krass da gewesen über die Mitte. Hätten wir ein bisschen länger gewartet. Ich gehe mal noch Huddle und probiere den gleichen Spielzug nochmal. Oder auch nicht. Ich habe den falschen Spielzug ausgewählt. Top, Digga. Metcalf hat hier allerdings ein 1v1. Können wir probieren. Komm. Ah, schade. So, hier vielleicht Lockett. Würde mir auf jeden Fall munden. Lockett. Yep. Oh, der tankt sich durch. Für den Touchdown? Lol, Alter. Lockett, bester Mann, Digga. Geil, Mann. Defense hält Widerstand. Was ist denn das für ein gutes Spiel hier? Wir rasieren die Cardinals bisher. Außer die Interception im ersten Drive. So, ich gebe Metcalf hier einen Schuss mal. Only one. Komm, Junge. Ja, Digga, let's go. Play Action kommt. Oh, shit. Das hätte eine Interception werden können, aber die View war echt sehr komisch gerade. Ich habe da nicht viel gesehen irgendwie. Metcalf hat seinen X-Factor aktiviert. Ich glaube, dass er in Single Coverage dann eine höhere Chance hat, die Bälle zu fangen, oder? Ist es nicht so? Komm. Ja, den hat er wieder, Alter, du geiles Tier, Mann. Wir nehmen eine Timeout. Oh, Metcalf ist nicht drauf. Sag mal. Oh, falscher Knopf, nein. Oh Gott, ey. Ich wollte eigentlich den Slant werfen. Oh, das gibt's nicht, Digga. So ein dummer Fehler. Einfach den falschen Knopf gedrückt. Der Slant war nämlich wirklich wide open. Oha, Defense hält Stand, Alter. Die rettet uns hier den Arsch gerade. Weil das hätte ich auf jeden Fall verstanden, wenn das ein Touchdown geworden wäre. Metcalf hat immer noch den X-Factor und es sieht wieder aus, als könnte er hier ein 1v1 bekommen. Das geben wir ihm auf jeden Fall. Ah, den droppt er. Okay, schade. Ah, Mann, das ist aber auch für die Statistik kacke. Jetzt haben wir schon wieder 2 Interceptions, ey. Das will doch niemand sehen. Das ist die nächste Interception. Was macht der Receiver? Lässt uns einfach übelst im Stich. Digga, 3 Interceptions, Bro. Mal sehen, ob das unsere Defense noch retten kann. Hier, die starten jetzt an der 22, die Cardinals. Da wird ja wohl safe ein Field Goal mindestens bei rumkommen. Ja, okay, ein Field Goal. Damit kann ich leben, Alter. Ich habe echt Angst gehabt, dass es ein Touchdown wird. So, 3 Interceptions, Digga. Weiß ich jetzt nicht. Also es muss jetzt mal wieder hier in eine etwas andere Richtung gehen. Ansonsten wäre es kein Wunder, wenn wir das Spiel doch verlieren. Der ist auch incomplete, Alter. So, jetzt reicht's. Wir gehen auf Play-Action-Pässe, Digga. Ich probiere mal einfach den hier. Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Rausrollen. Alles zu. Oh Gott, Digga, das ist ein Fumble. WTF. 3. und 16 nochmal ein Play-Action hinterher. Metcalf. Oh Gott, Alter. Ey, das ist die 4. Interception. Das kann nicht sein.
Es kann nicht sein, Digga. Bro, weil wir beim Wurf getackelt wurden, ey, kam der komplett unterworfen. Okay, Cardinals haben daraus nichts gemacht und auch in der nächsten Halbzeit hier nichts gemacht. Das ist krass. Also unsere Defense ist absolut heftig gerade. Jetzt mal eine tiefe Bombe hier will ich sehen. Ich brauche das. Wir brauchen das hier für unser Momentum mal wieder. Ein schöner, tiefer Pass. Komm, Junge! Den hat er! Locke, du Tier! Aber das geht so nicht. Wir haben auf unserer Statistik jetzt 4 Interceptions, ey. Also, das ist wirklich ein absolutes No-Go. So, angetäuscht. Ah, stark, Alter. Wären wir noch fast gesackt worden. Richtig geil. Wir brauchen übrigens nicht mehr viele Yards. Dann haben wir unser Goal mit den 350 Yards schon geschafft. Alles zu, wir nehmen den underneath Running Back. Der macht den Catch, okay, für 4 Yards nehme ich. So, 2006, nächster Play Action kommt. Ah, Lockett ist zu, aber Metcalf nicht. Was ein Play, Digga. Geil, Junge. Er ist an der 1. Coach liegt vor Stick. Okay, ja, bin ich mal gespannt. Das sieht sehr zu aus. Ja, okay, X wäre doch offen gewesen. Ja, Touchdown. Let's go. Schönes Play, Alter. Alright, Cardinals haben auch einen Touchdown gescored. Interessant. Ah! Wären wir fast weggekommen. Wir probieren es mit einem Lauf. Unser Drive Goal sind 5 Rushing Yards. Okay, ein bisschen durchgetankt. Alright, 3rd and 6. Alter, okay, diese 5 Rushing Yards zählen wirklich nur für mich. Also wenn der Running Back da was läuft, dann zählt es gar nicht damit rein. Okay, krass. Lockett könnte da frei werden, wenn die wirklich Cover 2 spielen und er einfach durch die Mitte rast. Gib mir Zeit. Naja, nee, war leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. 4rd and 6, wir kommen wohl raus. Das ist jetzt das erste Mal, wo wir einen Drive direkt raus sind. Cardinals scoren ein Field Goal. Okay, das ist ein One-Score-Game. Jetzt One-Possession-Game. Jetzt wird es nochmal ein bisschen spannend hier. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen guten Drive hinlegen. Direkt schneller Pass für ein paar Yards. Nehmen wir auf jeden Fall. God damn, bro. Das ist der zweite Fumble in dem Spiel. Digga, wir haben 4 Interceptions und 2 Fumbles? Das ist ja wirklich katastrophal, ey. Schönes First Down hier. Ah, scheiße, ey. Was ist das für ein wildes Play? Da bin ich mal gespannt. So. Nice, nehme ich. Sind ein paar Yards. Leute, wir haben den 3rd and 9. Jetzt müssen wir hier converten. Ansonsten müssen wir den Ball nochmal abgeben an die Cardinals. Komm. Ja, Digga. Let's go. Gutes Play. Komm. Stark. Stark. Vielleicht schaffen wir noch einen Touchdown, Leute. Jetzt bin ich heiß. Jetzt habe ich Bock. Gib uns noch einen Touchdown hier, Digga. Brauchen wir für die Statistik. Komm. Ja. Yep. Touchdown. Let's go, Alter. Easy money, Junge. Und Leute, ich glaube, wir haben sogar unser Season Goal jetzt geschafft, die 3000 Yards zu knacken. Jetzt schon. In Woche, was ist es? 9 oder so? Woche 9, glaube ich. Sehr schöner und sehr wichtiger Sieg. Man muss aber auch sagen, den hätten wir nicht bekommen, wenn unsere Defense nicht so krass standgehalten hätte jedes Mal. Also, good job Defense. Bei mir sehr durchwachsen. 4 Touchdowns, aber auch 4 Interceptions. 467 Yards, 67,5% Completion Rate. Es ist, ja, war einfach ein wildes Spiel, irgendwie 28-13 gewonnen, nehme ich mit. Im nächsten Spiel müssen wir aber unbedingt die Interceptions reduzieren. Krass, Digga, wir haben einfach die 3000 Season Passing Yards schon erreicht. Okay, wir haben irgendeinen Quarterback überholt, quasi. Level up, nice. Haben ein Skill Point Reward. Digga, wir kriegen hier gerade übelst viel, ne? Noch ein Skill Point Reward oder was? Was haben wir jetzt hier alles bekommen? XP, irgendwelche komischen Punkte. Ein Skill Point Pass Lead Elite Ability, Gift Wrapped Ability, Gunslinger Ability, Ability Slot. Okay. Wir haben ein Skill Point trotzdem nur. Throw on the Run machen wir mal einmal hoch. Zack. Throw on the Run Bronze. Okay. Was ist mit den Abilities hier? Wie können wir die ausbessern? Irgendwas habe ich hier doch verpasst jetzt schon wieder, oder wie, oder was? Können wir hier einfach eine hinzufügen, oder was? Ach so, ich verstehe. Okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen, machen wir mal den Gunslinger rein. Geile Sache. Let's go. Nice, Alter. Wir sind jetzt ein 81er Overall, Level 10. Ab geht's in die nächste Woche. So, wir stehen 4-5, müssen gegen die 4-5 Bucks, aber erstmal Midseason Contract. So, I heard Andy dropped some big news on you last week. Yeah, I'd say so. They're bringing out the contract.
contract, man. You earned it, and while it's great, they're offering you a deal, just remember, you might not want to jump on that right now. Why not? You sure? Yeah, why not, Digga? Why not? I have it in the bag. Even if you want to re-sign, if we make our case and play our cards right, we might be able to secure an even bigger bag next spring. Oh shoot, yeah, good point. This is already locked in though, so if you're worried about how the rest of the season might go, feel free to sign now. It's your call either way, just send over the contract. Also wir haben die Chance quasi, entweder jetzt direkt zu signen dann, wenn sie uns das anbieten, oder halt erstmal noch weiter zu ballen und zu gucken, wie gut können wir sein, um dann eventuell noch krassere Angebote zu bekommen. Darum geht's. Ich würde auf jeden Fall sagen, Moment, lass mich mal kurz gucken. Das ist jetzt spannend, Digga. Das ist jetzt spannend. Also, die bieten uns 35 Millionen für 2 Jahre. Das ist schon ordentlich Geld. Dabei kriegen wir einen Bonus von 1200, pro Spiel 200. Leute, ich glaube, damit es hier noch spannender wird in dieser Karriere, machen wir mal Decline Offer und gucken erstmal, was da noch so kommt. Soll ja auch spannend hier sein, ne? Nicht einfach nur, also in echt hätte ich natürlich sofort gesagt, ja, her damit, Digga, 35 Millionen, babamäßig. Aber hier im Spiel gucken wir erstmal weiter. So, Side Activities, Leute, machen wir schnell. Signature Brand, okay. Dagger Concept ist auch cool. Too Slow, Prank War, Game Night machen wir mal. Pump Some Iron ist immer geil. Fluids Flush. Okay, Lock-in Activities. Ah, kommt wieder eine Szene hier. Vielleicht was mit dem Contract? Yo, what's good, Sosa? Yo, what's good, Sosa? I've got some good news for you, my man. Had a feeling you might. Let's hear it. Well, it's actually good news for both of us. Because as of today, I'm the agent of Nike's newest athlete. Yo! Good guess. Oh, man. I'm repping a swoosh, that's baby. Crazy, that's what's dude. Up. Yes, you are. What you've been doing on the field made it easy to get a deal done. Man, I've been waiting for this day to come. I know you have, man. Keep an eye out for something from Nike. I'm sure they'll be sending you some love. I'll be looking out for it. Thanks, Sosa. Digga, in echt wäre das so ein krasser Traum, ne? Einfach so mit Nike zusammenzuarbeiten und die schicken einem irgendwie Klamotten oder Schuhe oder keine Ahnung. Heftig, knäftig. Alter, lol, ich habe +2 Speed for the rest of the season bekommen. Das ist ja todeskrass. So. Das habe ich mir gewünscht, dass mal ein Ziel kommt, wo wir selber rennen müssen. Und zwar für mindestens 40 Yards. Dadurch werden wir ein bisschen gezwungen, einfach mal auch selber öfter zu scramblen oder so. Habe ich Bock drauf. So, wir haben jetzt 83 Speed. Okay, das wollte ich nämlich mal nachgucken, wie schnell wir jetzt eigentlich sind. Unsere Accuracies sind übelst krass, Digga. Gut, dann würde ich sagen, jumpen wir rein ins Game gegen die 4 und 5 Bucks, Alter. Let's go. Alright, Boys. Wir sind auf dem Feld gegen die Bucks und wir fangen direkt an mit einem Option-Spielzug. Run-Option. Also entweder an Running Back übergeben oder selber laufen. Und den laufen wir sowas von selber, Digga. Let's go. Oh, Flagge auf dem Feld. Bestimmt ein Holding, wa? Schön, Digga. Direkt beim ersten Play ein Holding. Das macht natürlich richtig Bock. Good job, T.Y. Hilton. Erster und 17. Nächster Option-Spielzug kommt, Leute. Ich bin mal gespannt. Den pitchen wir rüber. Okay, sind 5 Yards. 2. und 12. Metcalf könnte hier auf jeden Fall Single Coverage bekommen. Oh, yes. Nein! Oh, good job, Metcalf, Alter. Schön. Nein, er hat den gedroppt? Nee, er hat ihn. Lol, Alter. Ich werde hier voll verwirrt, ey. So, Play-Action kommt. Das ist sehr gut gecovert, aber den hat er. Und er fummelt ihn. Schöne Sache, Digga. Also das Spiel hat nicht so gut gestartet. Erstmal ein schönes Holding, jetzt ein schöner Fumble. Weiß ich jetzt nicht. Boah, und die Bucks scoren direkt einen Touchdown. Unser Drive-Goal ist es, 2 Completions direkt hintereinander anzubringen. Da haben wir schon mal die erste. Und da haben wir die zweite. Sehr schön. Okay. Boah, ist da viel Platz in der Mitte. Wir haben hier wieder einen Option-Spielzug. Und den hätte ich auf jeden Fall rausgeben müssen. Das ist ganz schön schwer aus der Quarterback-View, also in diesem Modus, das zu lesen und richtig zu sehen. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen üben. Ja, diesmal war es die richtige Entscheidung. Oh nee, Alter, wieder eine Flagge? Ihr wollt mich doch verarschen, oder was? Digga, wieder ein Holding. Bro. Come on, Offense, Alter. Reiß dich mal zusammen. Das geht so überhaupt gar nicht, Digga. Oh, 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 oh. Metcalf. Oh, renn doch weg von ihm. Es hätte ein Touchdown sein können. Wir sind 6 von 6 für 101 Yards übrigens. Sehr geil. Probieren es jetzt hier mal mit einem normalen Lauf. Metcalf hat seinen X-Factor aktiviert. Okay, der Lauf geht ganz gut. Wenn Metcalf seinen X-Factor hat, dann probieren wir ihn natürlich hier mal Single-Coverage-mäßig da hochzuschicken.
Hol dir das Ding, Metcalf. Hat er den? Touchdown. Wow, Alter, was für ein Play, Junge. Geil. Guck dir das an. Zack. Voll die Eierflaume, Junge. Aber egal. Catch macht er. Sehr schön. Schneller Touchdown. Wenn der Kicker seinen Job macht, haben wir den Ausgleich hier. Okay, Bucks haben auch direkt wieder zurückgescored. Wir probieren es jetzt hier mit einem Design Quarterback Run. Wir müssen unsere 40 Yards ja voll machen, wie gesagt. Ja. Schön. Sehr, sehr schön, Alter. 8 Yards. Boah, Digga, wir haben gerade mal 4 Rush Yards mit Eric Money. Den müssen wir abgeben. Haben wir aber gut gelesen. Okay, wird schon ein bisschen besser. Wir gehen direkt noch Huddle, probieren es nochmal. Müssen wir wieder abgeben, leider. Ah, okay, sind 2 Yards. So, ich mach noch mal den QB-Design-Run hinterher. Damn. Ja, ich glaube, für diese ganzen Quarterback-Design-Plays sind wir noch nicht unbedingt gemacht. Da ist unser Speed jetzt nicht so krass, ne? 83 Speed, schwierig. Oh, den droppt er. Schade, Alter. 4 und 10, wir müssen punten. Wir müssen an der 1 starten. Na gut, ist natürlich schwierig, aber immerhin hat unsere Defense standgehalten. Mal sehen. Oh, ja. Yes, sir, Noah Fant. Good catch. Wir gehen no huddle. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Und... ja, obwohl das eine 5er D-Line, Alter, schwierig dagegen zu scramblen wahrscheinlich. Wir machen es trotzdem und es funktioniert. Sliden, sehr schön. Das sind die Plays, die wir brauchen. Wir haben jetzt 15 Rush Yards. Das ist immer noch relativ wenig. Der ist frei. Geil. Geiles Play, schöner Wurf. Wir gehen nochmal noch Huddle, vielleicht schaffen wir ein Play noch. Nee. Noah. Geil, über den Kopf vom Linebacker, richtig schön. Na gut, da kam die übel schnell durch. 2012. Und los. Wir fummeln, das gibt's nicht, ey. Ah, das gibt's nicht. Zählt es trotzdem wenigstens als Rush Yards? Weil ansonsten ist es ja ein doppelter Lose. Und vor allem auch in der Red Zone wieder, Digga. Also wir haben echt viel zu viele Turnovers in der Red Zone. Defense hält Stand, okay, Gott sei Dank. Und ja, es hat anscheinend gezählt. Wir haben 24 Rush Yards. Yeah, Noah. Schönes Play, Timeout. War das ein schöner Double Move, Digga. Der Linebacker oder wer das war, hat so schon drauf gebissen. Pressure kommt, wir rennen. Jetzt nicht fummeln, okay, wir nehmen einen Timeout, wir sind an der 50. Also wenigstens in Free Goal Range will ich kommen. Metcalf. Yes, Sir. Sehr schön. No Huddle, komm, einmal No Huddle. Oder auch nicht, scheiß drauf. Wir nehmen einen Timeout und lassen die Free Goal Unit aufs Feld. 2 Sekunden noch. Digga, Free Goal Unit verkackt ist, ey. Was haben wir eigentlich wirklich für einen Kicker, Bro? Das kann doch nicht sein. Das ist so schwach. Der verschießt übelst oft seine Kicks, Alter. Wirklich unglaublich. Metcalf! Oh, der ist deflected. Oh, shit. Jetzt fangen unsere Routen schon an zu wackeln. Wir brauchen hier dringend ein gutes Play. Ja, sind ein paar Yards, nehme ich mit. 38 Rush Yards, okay. Wir brauchen nur noch 2. Das werden wir wohl noch schaffen im Rest des Spiels. Scheiße. Oh, no! Ja, er hat den. Good job, Alter. Schöner Catch. Okay, jetzt wackeln die Routen immerhin nicht mehr. Das ist schon mal angenehmer. Oh mein Gott, ist der frei. No way, wie kann das sein? Der war so wide open, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen früher werfen müssen. Und jetzt wackelt wieder alles. Geile Sache hier. Boom, Digga, truckt sich da durch, Mann. Starker Scheiß. Boah, unser X-Factor ist aktiviert. Das heißt, wir können den Ball nicht fummeln. Egal, wie sehr wir getackelt werden. Ja, nehme ich. Hat er. Sehr schön. Ich glaube, unser X-Factor war noch nie aktiviert. Also das ist ziemlich geil. Guck mal, wie geil die View hier auch aussieht. Und wir werden gesackt. Damit ist unser X-Factor safe wieder weg, wa? Yep. Geile Sache. Und die Linien wackeln wieder. Schön. Der ist so frei. Come on. Ey, das gibt's nicht, Alter. Was machen die DB für einen krassen Job? Die undercutten jeden Scheiß. Receiver sind immer todesfrei, aber die DBs machen irgendwie immer noch krasse Plays. Jetzt aber, komm, Lockett. Ey, das gibt's nicht, Alter. Jeder Ball wird hier deflected. Jesus Christ. Oh Gott, ey, 21-7. Okay, Bucks scoren nicht rauf. Das ist jetzt unsere Chance, Alter. Wir müssen in dem Drive was scoren, ansonsten haben wir hier verloren. Alles wackelt natürlich.
Okay, es ist, glaube ich, ein, ja, 2000 Inches. Puh, Leute. Wir müssen was reißen. Schön. Boah, Digga. Oh, shit, 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 shit. Was ein Play! Ich bin stolz auf uns, Digga. Das war richtig stark in der Pocket bewegt. Ey, let's go. Ich wollte eigentlich werfen, aber ich habe nichts gesehen. So, das wackelt jetzt auch nicht mehr. Wieder wirklich deutlich angenehmer. Metcalf, komm, mach das Play. Digga, das gibt's nicht. So, mal sehen, was hier jetzt geht. So, das Play-Action, Leute. Dritter und sechs. Wichtiges Play. Hat er für den First Down. Wir müssen uns beeilen. Also wir haben wirklich gar keine Zeit, Digga. Was ist denn da mit Lockett passiert? Lockett. Ah, okay. Das Spiel haben wir verloren. Außer die Defense macht einen Big Play und holt einen Pick-6. Defense hat standgehalten. 2 Minuten und 12. Mal sehen. Hat er den? Stark. So, Leute, Play-Action mit tiefen Bomben. Wir müssen rausrollen hier. Der wäre frei gewesen, aber so gut können wir im Laufen anscheinend noch nicht werfen. Wir probieren das gleiche Play nochmal. Diesmal ist er nicht frei. Ah, shit, Digga. Ah, damn, Alter. Ey, diese DBs sind ja all over, Digga. Das ist wirklich crazy. So, das ist jetzt aber wirklich das finale Play hier. Wenn wir das verkacken, dann sind wir raus. Meine Hoffnung ist hier Metcalf. Also, ich schicke den auf eine Go-Route. Wieder undercutted, ey. Das gibt's nicht, Alter. Der war auch wieder frei, aber DB kam zu schnell runtergeschossen. Krass. Krass, krass, krass. Okay, nehme ich. Bro, cutte doch hoch. Nice. Geil, schönes Play und wir fummeln nochmal, aber der O-Liner recovered. Digga. Geil. Ja, haben wir wenigstens noch mal ein paar Rush-Yards auf unser Konto geholt. 103 Rush-Yards jetzt insgesamt. Also von der Statistik, geiles Spiel. Alles andere war absoluter Schmutz. 55% Completion Rate ist auch ziemlich kacke. Die Yards sind stark, aber alles andere halt echt nicht gut. 4 und 6 stehen wir jetzt. Schwierig. Aber gut, Leute, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Like da. Immerhin haben wir einen Sieg geholt und der war auch sehr dominant. Die Niederlage war dafür genau das Gegenteil. Aber gut, it is what it is. Wenn ihr mehr von dieser Serie sehen wollt, lasst mich das unbedingt in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich sagen, abonniert, wenn ihr neue Settings verpassen wollt, Leute. Und man sieht sich im nächsten Video, ne? Haut rein, bis dahin, euer Eric.